Also ich habe gerade einfach mal so 100k Set gezogen. Nein, ich habe einen Reward bekommen dafür, dass ich einen Vertrag angewandt habe. Und ich ziehe den besten Spieler. Den besten Spieler. In FIFA 18. Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Quads. Wir sind heute mal wieder am Start mit einem Video zu dieser Serie. Ihr habt es euch gewünscht, ich habe es in den Kommentaren gelesen. Wo bleibt die nächste Folge? Hier ist sie am Start. Die letzten Male gab es ja mehr zur Weekend League. Auch das wird natürlich weitergehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es die altbeliebte und schon seit Ewigkeiten vorhandene Serie heute mal wieder. Und wir haben Squad Building Challenges und um die wird es heute gehen. Die werde ich nämlich jetzt gleich abschließen und die Packs werden wir öffnen, die beiden besten Spieler benutzen und daraus ein wunderschönes Hybrid basteln. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MaxGamingTV dazu. Instagram, Twitter, Facebook könnt ihr alles gerne mal auschecken. Gerade Instagram und Twitter würde ich mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Die erste Challenge ist hier mit Kawasaki gegen Osaka. Das ist einfach ein bisschen Glück gewesen, dass ich diese beiden Spieler im Verein hatte. Hab ein paar Japaner reingenommen noch mit Hasebe oder einen Japaner mit Hasebe. Ein bisschen zweite Liga, ein bisschen kolumbianische Liga und das Ganze senden wir ab, bekommen dafür ein Goldset. Allgemein sind die Challenges relativ gut, ich hatte nur eine, wo ich was kaufen musste, wo ich gerade ein bisschen getradet habe. Das war die Saint-Etienne Challenge, die mit Valencia gegen Udi Levante ist auch nicht so heftig. Einfach nur ein paar Spanier und im Endeffekt vorne in der Sturmspitze habe ich noch Niedfeld reingepackt. Ist also vollkommen okay. Dafür gibt es ein Premium Elektro, ein Prime Elektrum Spielerset. Wieso auch immer, aber okay. Dann gibt es Spurs gegen Arsenal. Da ist das Rating ein bisschen ja, höher notwendig mit 78. Aber auch da einfach nur ein komplettes Premier League Team zusammengestellt. Passt also auch. Da gibt es ein Gold-Spielerset für. Auch das ist in Ordnung. Und dann haben wir noch ASSE, also Saint-Etienne gegen Marseille. Wie gesagt, ich musste den einen Saint-Etienne-Spieler mir erst snipen und das war Debuchy, 500 Münzen. Ansonsten hier viel Liga, dann ein bisschen portugiesische Liga wegen Rolando und auch damit kommen wir zu einem Premium-Elektrum-Spieler-Set und insgesamt gibt es für die abgeschlossene Gruppe ein seltenes Elektrum-Spieler-Set. Also alle Karten selten, allerdings leider Gottes mit Bronze und Silber, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber vielleicht ziehen wir ja trotzdem was Vernünftiges. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Allgemein könnt ihr mit diesen Challenges immer extrem viel Coins machen, weil wenn ihr halt vorher investiert, wenn ihr quasi spekuliert, welches die Top-Spiele werden, Badeschlappen hat das gerade irgendwie heute wieder gepostet, 85k heute schon am Dienstag, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Coins zu machen. Abraham im ersten Set 79er, merken wir uns auf jeden Fall schon mal, vielleicht wird es ja der Beste, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie nochmal einen Schlitz bekommen. Ruben, Caboret und Pereiro in Hawk Chemistry Style, den Rest discarden wir hier und gehen zum zweiten Pack und das wird das Goldspieler-Set, denke ich mal, ja genau, machen wir so rum, weil nur ein seltener Spieler drin ist. Eigentlich ein bisschen mau für eine Belohnung bei einem bei einer Challenge mit Arsenal und den Spurs, aber naja, ist halt auch nur North London Derby, ne? Muss man dazu sagen, das wird Bobby Wood, das ist natürlich schlechter als Abraham, dementsprechend keine Option, weil er auch in der Bundesliga spielt. Ihr werdet euch eventuell jetzt auch fragen, Max, wann kommt denn die nächste Challenge, beziehungsweise das, was du angekündigt hast, in anderen YouTubern, die Cross-Promo quasi, was ihr ja gefordert habt. Keine Sorge, das hat noch ein bisschen Zeit, aber ich bin jetzt die nächste Woche in Deutschland, wenn mein Headset zwar mitnehmen zum Aufnehmen, aber ich weiß nicht, wie viel ich aufnehmen kann, wie viele Videos kommen, obwohl der Januar vorbei ist, also hätte ich mal lieber im Januar gemacht, wo es kein Geld gab. Spaß natürlich nur, wenn es um Geld gehen würde, hätte ich schon längst aufgehört mit YouTube. Muss ich sehen, also ich habe jetzt ein paar angeschrieben, mit ein paar Kontakt gehabt und das ist ein Schlitz. Aha, das ist doch schon mal sehr schön, mal sehen, wer es werden wird. Und da wird auf jeden Fall was kommen, macht euch da keine Sorge. Petr Cech, na das ist doch ordentlich, ein 86er Spieler, ein Walkout dazu, das, kein Walkout. Gut, ich dachte, es wäre ein Walkout, aber offensichtlich ist Petr Cech kein Walkout. Normalerweise müsste seiner sein mit 86, aber gut, ist auch in Ordnung. Ja, Bender, Johnson haben wir hier noch, Kramaric, Cigarini. Das war doch definitiv mal gut für so ein Set. Das ist alles nicht von Relevanz, alles nichts wert. Wie viel kostet der Petr noch? Ich denke mal so, oh, 15k. Gut, 10k hätte ich gedacht, aber in Ordnung. Ja, dann kann man doch leben. Und der zweite Spieler wäre jetzt, glaube ich, Kramaric mit 81, der zweithöchst bewertete. Nächstes Set ist ein Prime Electrum Spieler Set. Und auch hier sieht es wieder nach einem Rand aus. Nee, doch nicht. Ach nee, nee, Quatsch, nur bei den One-to-Watch-Packs, also bei den schwarzen Packs, da gibt es quasi die Variante mit den flachen Sets, wenn kein Nebel da ist. Dendonka 79, ist nichts wert, aber ist auch gut für Squad-Building-Challenges. Paulsen dann dazu, Kurtic, Rodriguez. Ich gucke gerade mal so ein bisschen nach, ob wir eventuell einen Spieler von Saint-Etienne dabei haben oder halt einen aus der japanischen Liga, oder ein Japaner besser gesagt, aber ist nicht der Fall. Wir nehmen trotzdem alles mit und kommen zum letzten Set und das ist das seltene Elektrum-Spieler-Set.
Mal sehen, was uns das noch geben. Das meinte ich für ein flaches Set. Das, sowas ist immer bitter. Sowas ist bitter. Gerade bei einem seltenen Elektrospieler-Set. Aber deswegen finde ich die auch nicht so geil. Ich glaube, das war Kokorin oder Juba. Einer von beiden müsste es gewesen sein. Es war Smolnikov. Naja. Nee, Fernandes war es. Stepanenko, Karol. Ja, Fernandes wird dann der zweite Spieler, ne? Fällt mir aber so auf. Der Russe, Basiva. Dafür EA, dass sie mir nicht mal ein Board geben konnte. Aber gut. Rest nehmen wir wieder mit. Und ich würde sagen, den Smolnikov packe ich auf der Transferliste, Tonelli auch, weil Serie A-Verteidiger sind selten und den Rest des Kadi. Was war das überhaupt für ein osteuropäisches Pack hier? Vier Spieler, glaube ich, aus der russischen Liga. Ne, drei Spieler aus der russischen und zwei aus der ukrainischen. Mit Stepanenko und mit Rakitski. Kann man auf jeden Fall so machen. Ich würde sagen, ich stelle den Timer. 7 Minuten Zeit. Und dann legen wir los. 3, 2, 1 und go! So, erstmal Rechtsverteidiger ist Fernandes und Torwart ist Petritschek. Schon mal gefettfingert, hat schon mal ein paar Sekunden gekostet, aber das ist nicht so schlimm. So, Rechtsverteidiger Mario Fernandes, der ehemalige Brasilianer, mittlerweile anscheinend lange genug da gespielt, um halt eben als Russe durchzugehen, sogar RAV. Schauen wir, was wir daraus machen können. Russische Liga, Premier League, das ist nicht so einfach zu verlinken, aber vielleicht haben wir mit ZSK irgendwie die Möglichkeit. Vielleicht gibt es auch einen Russen, den ich gerade nicht im Kopf habe mit der Premier League, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es da überhaupt einen gibt. Nee, ist auch nicht der Fall. Das heißt, wir suchen auf jeden Fall mal bei ZSKA im zentral-defensiven Mittelfeld nach einem Spieler, mit dem wir halt eben in die Premier League verlinken können. Wernblom wäre eine Möglichkeit mit Lindelöf. Natko wäre auch eine Option, aber Israel wird, glaube ich, noch schwieriger als Schweden, wo wir wenigstens eine Option haben. ZM, da haben wir nur die Russen. Das heißt, wir nehmen Wernblom und machen das Ganze dann mit Lindelöf in der Innenverteidigung. Auf jeden Fall eine interessante Kombination mit Schweden zu verlinken. Das ist schön. Wir haben also wieder mal ein paar komische Nationen bisher mit Russland, Schweden und Tschechien. Die Sache ist, natürlich braucht der Kollege jetzt einen Stronglink. Und das heißt, wir brauchen einen Innenverteidiger von Manchester United. Und nein, ich werde nicht Bailly nehmen, weil ich mag Bailly nicht. Ich werde Rojo nehmen, weil Rojo kann ich so wunderschön verlinken. Jetzt könnt ihr natürlich optimal Tagliafico einbauen. Ne? Einfach aufgrund dessen, dass ich den ja gezogen habe. Die One-to-Watch-Karte. Aber das werde ich, glaube ich, nicht machen. Wer übrigens das nicht gesehen hat, der sollte mal sich die 30-Minuten-Parts zur Weekend-League angucken. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wenn ich jetzt hier in Argentinien hinpacke und hier einen Strong-Link, dann braucht der hier oder hier einen Weak-Link. Der Weak-Link muss aber irgendwie noch mit Wernblom verlinkt werden. Das ginge insofern, wenn wir hier einen Argentinier aus der russischen Liga hinstellen und hier einen vom gleichen Verein. Nee, das geht nicht. Sekunde. Das ist ein bisschen schwierig, meine Gedankengänge jetzt nachzuvollziehen. Ich mach's einfach mal hier in den Dream Squads, weil ich will ja No Links Wasted machen und ich habe aber gerade keine Ahnung, wie ich das perfekt mit der Chemie mache, also von den Links her. Ich habe Lindelöf, glaube ich, nicht mehr im Verein, sondern nur auf der Transferliste. Auf der Transferlöffel. Zack. Ja, so ist es. So, jetzt hier Wernblom. Wunderbar, habe ich sogar im Verein. So, wenn ich jetzt hier einen Argentinier hinstelle, machen wir einfach mal beispielsweise mit Pizarro. Linksverteidiger Escudero von Sevilla, wenn er überhaupt noch bei Sevilla spielt. Ich glaube, er ist schon, ja. So, jetzt zentraloffensiv auch noch ein Argentinier. Beispielsweise Batalla. Jetzt bräuchte ich einen Argentinier aus der russischen Liga. Gibt's keinen, aber es gibt einen Stürmer. Und zwar Driussi, nee, Rigoni. Gibt's keinen Stürmer doch da, Driussi. So. Und jetzt ist nämlich der Knackpunkt. Dass das so nicht aufgeht. So ist es nämlich. So, wenn ich Batalla jetzt hier hinstelle und jetzt hier die Super League verwende, beispielsweise Giuliano, wobei ich da die World Cup Karte nehmen würde. Ich hab's drauf. Warum gehe ich überhaupt in die Richtung? Ich habe den doch als tradable. Ich bin ein wirklicher Vollidiot, aber okay. So. Jetzt hier einen brasilianischen Stürmer aus der Super League. Nur mal rein hypothetisch. Wagner Love habe ich nicht, okay. Aber Wagner Love wäre da der Spieler meines Vertrauens.
Zack. Würde auch nicht aufgehen. Gut, das heißt, wir müssen es ganz anders machen. Und jetzt haben wir Zeitdruck. Jetzt haben wir Zeitdruck. Und das ist nicht schön. Das gefällt mir gar nicht. Aber müssen wir jetzt mit leben. Ich brauche nämlich jetzt tatsächlich Taliafico, glaube ich. Oh mein Gott. Wagnerlauf, ich mag dich ja. Dein Name ist auch schön, aber geh bitte aus meinem Verein. Aus dem Team raus. So, argentinischer Linksverteidiger. Taliafico oder Anseldi. Aber Taliafico habe ich jetzt schon tausendmal erwähnt, deswegen müssen wir den nehmen. Jetzt gehen wir in die Ehredivise, wo wir gerade bei komischen Nationen sind. Kommt Holland auch noch dazu. Gut, das ist nicht komisch, aber zumindest keine Elite-Liga. Da haben wir Schars. So. Jetzt brauchen wir Stronglink. Für den Ramselaar zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier Snyder hinpacke. Schade, dass Quincy Proms. Warum spiele ich überhaupt 4-2-3-1? Wir müssen eigentlich 4-2-2-2 spielen. Aber egal, jetzt bleiben wir bei 4-2-3-1. Ja, jetzt bräuchte ich einen Schweden aus der Ligue 1. Tatsächlich gibt es sogar. Mit Durmaz, der ist sogar schnell, das passt. Und jetzt Balotelli. Oh, das ist natürlich jetzt passend, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Die Frage ist nur, lassen wir jetzt Schaas und Dings da? Oder packen wir noch wen anders hin? Ins zentrale Mittelfeld. Ich glaube aber eher nicht. Wird wohl auf Schaas hinauslaufen, weil ich den gerade nur habe. Wobei, da könnt ihr natürlich jetzt auch nochmal einen Spieler kaufen. So ist nicht. Aber so viele was? Wie schlecht ist denn die Niederlande auf den Sechserpositionen besitzt? Jimi Hendrix könnte ich mir noch holen. Ich weiß, dass es nicht Jimmy ist. Zentrales Mittelfeld. Van Ginkel. Tony. Nehmen wir Tony. So. Dann sind wir fertig. 38 Sekunden vor Ende. Kein Wechselspieler. Aber Nolings Wasted, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Ja, doch, sollte Nolings Wasted sein. Gut, dann würde ich mal sagen, kaufe ich Durmaz und Phil Henner und wir sehen uns gleich in-game. Lone Snyder, habe ich nicht den richtigen auch? Also ich habe gerade einfach mal so ein Bronze-Set gezogen. Nein, ich habe einen Reward bekommen dafür, dass ich einen Vertrag angewandt habe. Und ich ziehe den besten Spieler. Den besten Spieler. In FIFA 18. Nach 6,5 Stunden Suche habe ich tatsächlich einen Gegner gefunden. Und das Team ist dezent besser als meins. Mit Inform Bailey, mit Aubameyang, mit Hazard. Gott sei Dank dem schlechteren Bruder. Modric, oh, das ist schon ordentlich. Wow, ich bin begeistert. Freunde, guckt euch das an. Was macht Rojoda? Was macht Rojoda? Oh, Juri hat ihn reingelassen. So heftig, wie sehr diese flachen Pässe vorm Tor abgeschwächt wurden. Ne? Also, es ist ja okay, dass die allgemein nicht mehr so overpowered sind, wie sie waren, dass halt jeder Ball sozusagen automatisch zu mal der Mitspieler kommt, egal wie schlecht er steht und reingeht. Ist ja okay. Aber so schlecht ist halt komplett übertrieben. Während flache Schüsse immer noch OP as fuck sind. Ist der Linksfuß? Oh, das wusste ich nicht. Hätte ich die Flanke anders geschlagen. Also wenn er nicht linksfuß ist, dann ist es umso trauriger, dass die Flanke so gekommen ist, weil das wäre halt am zweiten Pfosten eine optimale Situation gewesen. Also der Gegner ist wirklich richtig schlecht. Also der hat halt ein krasses Team. Das hilft ihm sehr. Und dass mein Team halt leider Gottes, ja, ich sag mal, unter aller Kanone ist. Aber dass der sogar Lozano einwechselt in einem Freundschaftsspiel, das zeigt schon so, er hat ein bisschen Ansprüche. Was ja auch okay ist, aber der kann so nichts in der Offensive, also wirklich gar nichts in der Offensive. Er hat sich vorhin mit Thiago einmal mit dem Rücken zu mir, zweimal hintereinander, weil ich den Ball nicht bekommen habe, weil er mit dem Rücken zu mir stand, abgestürmt hat, hingestellt und versucht irgendwie einen Trick zu machen, irgendwie zu flicken oder sowas. Hat beide Mal absolut gar nicht funktioniert. Naja. Wieder bestes Beispiel, dass er da nicht auf den vorderen Spieler spielt, sondern auf den hinteren automatisch gesteuert, weil ich habe auf den vorderen gedrückt oder zumindest den Bogen so eingestellt. Oh. Na,
Karma, dass ich ihn vorher halt sehr klein geredet habe. Das ist halt wieder so typisch. Das finde ich kacke. Warum patcht man sowas so komplett, aber flache Schüsse sind immer noch auf PS5? Ich kann euch hier leider überhaupt nichts zeigen, weil offensiv geht bei mir halt leider auch überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob das an Ramselaar und an Durmaz liegt, die quasi die ganze Zeit eigentlich nicht auf ihrer Position stehen, sondern irgendwo defensiver sich rumtummeln und halt, obwohl ich auf offensiv bin, nicht wirklich sich ins Offensivspiel einbinden. Mehr, also weniger als Wernblom beispielsweise, der Sechser ist. Ich meine, guck mal, wo jetzt Durmaz, okay, jetzt geht er langsam nach vorne. Aber das ist halt extrem schwach, was ich hier allgemein gerade spiele. Es ist ja nicht nur das Team definitiv, sondern es ist auch einfach meine Unfähigkeit gerade. Aber das beispielsweise jetzt von Balotelli. Wo will er hin? Was macht er da? Ich stehe auf Offensiv. Er ist der Stürmer. Stellt sie nach hinten rein. Aha. Ein Pass geradeaus auf den Mann, auf seinen Mitspieler. Kriegt er nicht hin. Auch er nicht. Auch wenn das natürlich schwer war, weil da ein bisschen Platzmangel war. Oh. Freistöße dieses Jahr. Auch das habe ich ja bereits in der Weekend League gesagt. Ich weiß nicht, wieso der zentral auf den Torwart kommt, wenn ich doch offensichtlich ganz woanders hingezielt habe. Aber auch das patchen sie natürlich nicht, dass die Freistöße einfach viel zu schwer sind dieses Jahr. Ja, und da ist auch noch der Ausgleich durch Balotelli. 89. Minute, 90. Minute fast. Ein flacher Schuss. Das reicht. Ja, und da ist Lozano. Aber da ist auch Tagliafico gar nicht aus dem Arsch gekommen. Er sah nicht aus wie 88 Tempo. Hotline Bling. Alter, Rojo. Der macht nicht mal was, aber der läuft einfach so dumm nicht auf den Ball zu, sondern direkt in den Gegner rein. Zweiter Elfmeter, der komplett unnötig ist von ihm verschuldet. Heieiei. Also ich bin echt Besseres gewohnt von dem. Ich habe den ja lange genug gespielt in der Weekend League. Mal sehen, mal wieder ein Hampelmann die ganze Zeit. Mal sehen, ob das ihn provoziert. Okay, das ist wirklich... Ich habe es mir fast schon gedacht, wegen dem Namen auch von ihm. Er ist 89er Jahrgang, das heißt, er ist mindestens 28. Und ist halt wahrscheinlich absoluter Casual-Spieler. Der hat sich auch jede Wiederholung bisher von den Toren angeguckt. Also, naja. Und ich weiß auch nicht, was er jetzt vorhat hier, aber wenn er aus dem Arsch kommen würde, wäre ich ihm sehr dankbar. Wahrscheinlich schießt er in der Mitte. Solche Spieler kannst du halt einfach lesen. Machen kann ich trotzdem nichts, weil Snyder und vor allem Durmaz haben halt kein bisschen Fitness mehr und ich darf nicht wechseln. Aufgrund dessen, dass ich ja unter 0 Minuten fertig geworden bin. Schade. Gott, stand Rojo. Okay, er hat seine Fehler. Ich habe beide Elfmeter gehalten und er hat seinen Fehler wieder gut gemacht, seine beiden. Alter, steht der frei. Navas sieht da ganz, ganz böse schlecht aus. Och, Snyderlein. Und das wieder so ein Scheißpass, diese flachen Pässe. Ich weiß auch nicht, warum ich sie immer noch mache, wenn ich weiß, dass es nicht funktioniert. Zack, zack. Nochmal, nein. Und dann rechts sieht, dass ich immer noch sehr offensiv stehe. Ja, auch das Tor war natürlich wunderschön. Wollen wir wieder dreimal angucken. Das ist halt wirklich ärgerlich. Gerade durch so einen Konter, wenn ich gerade durch Snyder eigentlich das Tor machen muss, weil er komplett frei vor dem Tor steht. Aber vielleicht bekomme ich ja nochmal die Chance. Jawohl. Also Elfmeterschießen. Das ist ein souveräner Elfmeter, Herr Balotelli. Ich habe so Glück bei diesen Elfmetern, jedes Mal aufs Neue. Warum schießt du so flach? Du solltest hochschießen. Ja. Oh, warum schneide ich den auch an, ich Dämel? Ich wollte unbedingt einen angeschnittenen Elfmeter machen, aber ich wollte eigentlich hoch. Das kann nur ein Wilhenner natürlich nicht. Der war nicht dahin geschossen, wo ich ihn hingedrückt habe, wie ihr gesehen habt. Aber gut, von mir aus soll er so machen. Das war so ziemlich der beste Elfmeter, den du schießen kannst. Und damit haben wir es. Tatsächlich gewonnen am Ende, dank Petr Čech, der in der regulären Zeit 2 Elfmeter hält und Elfmeterschießen 3. Ja, sehr gut.
Was gibst du dem Team insgesamt, ist die große Frage. Das Problem ist, also es ist New Orleans Waste, das sind, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht nachgezählt, wie viele Nationen und Ligen es sind. Können wir jetzt nochmal kurz machen. Wir haben 1, 2, 3, hallo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nationen und 1, 2, 3, 4 Ligen. Ist schon schön, ist schon schön. Aber Ramselaar, Durmaz, Vilhena ist okay, Wernblom ist auch okay, Lindelöf hat nicht performt. 6,5 von 10, mehr kann ich da leider nicht geben. Aber gut, immerhin nicht so schlecht. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt euch auf, bis dann, macht's gut. Aber überlegen. Haut rein und ciao.